Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2, heute mit der Grusel Äther Galaxy. Es wird schaurig. Im letzten Part haben wir angefangen mit den Schabernack Kometen und das nimmt kein Ende. Aber deswegen machen wir jetzt weiter mit der nächsten, und zwar Birnbärenpanik im Buhaus. Ja, Birnbären-Moment. Bekommen wir den neuen Yoshi zu sehen? Das wäre cool. Oh ja, oh ja. Was ist der für eine Fähigkeit? Lasst euch überraschen. Ah, und wieder Retro-Mucke, geremixed. Und Luigi steht da auch mal rum, den hatten wir auch im letzten Part schon, aber ich mache das jetzt mit Mario. Ah, ja, Geister aus Musik von Super Mario World. Herrlich. Das war wenigstens, das war auch, das hat für mich was Gruseliges, ne? Nicht so wie die New Super Mario Bros. Geister aus Musik. Das finde ich immer noch eigentlich sehr mythisch. Obwohl die Geister in Mario eigentlich weniger gruselig sind, aber naja. So, ja da, nee, machen wir nicht. Auch die Steine und so sehen in dieser Galaxie richtig cool aus, wenn ihr mich fragt. Ja, und immer dieses mythische Verschwinden und Auftauchen von Plattformen. Es ist unerklärlich, was hier vor sich geht. Und warum ich so hektisch rumspringe und damit mein Leben aufs Spiel setze. Oh, der Hell, das ist aber schon sehr knapp bemessen hier. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht, aber trotzdem. Skill. Vergiss die Münzen. Okay, gut, wenn wir schon dabei sind. Die Musik haben wir zum Beispiel auch beim versunkenen Geisterschiff in Super Mario World. Das war dann schon irgendwie gruselig. Hi. Ich gebe mein Bestes. Hau ruck. Jo. Hoffentlich war es der richtige Weg. Ich will ja nämlich nach da vorne. Alles andere wäre ja irgendwie sinnfrei. Ich wollte gerade fragen, was weitergeht. Ah! Nein, das tust du nicht. So. What? Also manchmal. Hektik. Ah, cool gemacht. Schöne Atmosphäre. Die durch das Gequassel des Let's Players mal wieder kaputt gemacht wird, aber so ist es halt. Und auch durch das Unvermögen des Idioten am Steuer. am Controller. Controller. Ist ja kein Controller, ist ja eine Wiimote mit Nunchuk. Stellt euch mal vor. Oh ja. Okay, hier jetzt wieder. Wenn ich hier bleibe, was dann? Okay, geht auch. Oh ja. Ich bin mal gespannt, ob die in einem neuen Mario-Teil dann, ja, weiß nicht, auch wieder auf Retro-Mucke setzen, weil so manchen Retro-Track kann man schon mal wieder benutzen. Bin ich der Meinung. Ja, da hinten war die Kometenmünze, die wir natürlich auf jeden Fall mitnehmen werden. So die Frage, sind wir überhaupt gut genug dafür? Ist egal. Wir holen sie uns in jedem Falle. Haben wir sie uns überhaupt verdient? Nein, ist egal. So. Da wären wir mal hier drin. Nee, ist irgendwie alles ein bisschen Banane. Aber nein, das ist eine Birnbeere. Damit kommt der goldene Yoshi. Das ist quasi der erwachsene Goldi. Und ja. Oh, da ein Schlüssel. Die Plattformen entstehen nur, wenn der Yoshi quasi Gold leuchtet. Also es hat nichts mit Sehen zu tun, sondern die sind einfach nicht da, die Plattformen. Wenn Yoshi nicht fleißig genug futtert, das ist der Witz, dann fallen wir einfach in den Abgrund. Deswegen, es ist A und O. Hier genug Birnbären, werden wohl so heißen, die Dinger, bereit zu halten. What? Lass los! Ich brauch das Ding! Mann, oh Mann! Da knutscht er mich da ab. Und ich falle in den Abgrund dafür. Sowas aber auch. Kommt nicht besonders oft vor, diese Fähigkeit, dieser Yoshi.
Hey, da ist der Stern. Jawohl. Ich glaube, 2-3 Mal höchstens. 1-2 Mal noch 1 mit der Süßigkeiten-Galaxie, aber sonst eigentlich selten. Es hat nämlich so eine bedrückende Wirkung auf einen, wenn man da nicht weiß, was hinter der nächsten Ecke kommt und so. So. Comet Coin. Und der Weg führt weiter. Coole Sache. Und Kometen braucht das Land. Natürlich, Bröselbrock-Galaxie. Ja, wir gucken erstmal, ob es überhaupt noch eine zweite Mission gibt in der Grusel-Äther-Galaxie. Ich glaube schon, weil es ist eine große. Und? Ja. Es gibt noch eine zweite. Kümmern wir uns mal drum. Und zwar... Bezwinger des Spukkorridors. Wird jetzt noch eine Schippe draufgelegt, oder was? Das kennen wir ja bereits. Oh ja. Ne, ich weiß, was da kommt. Das ist schon böse, ne? Aber ich find's cool! Ne, echt, ich bin so ein Freund von, ja, unerklärlichen Mythen und, ja, und sowas. Und wenn der Boden verschwindet. Bitte was? Die Buhus tun dir nichts. Schau ihnen bloß nicht in die Augen. Niemals. Bam! So zum Beispiel? Tja, warum eigentlich? Warum reagieren die so? Das muss doch irgendeine Erklärung haben, warum das so ist. Ich meine, das ist ja immer schon so, ist klar. Seit Super Mario Bros. 3, da waren sie zum ersten Mal da. Aber warum? Warum schauen Geister... Jawohl, Geister, ja klar. So, du bist auch lebensmüde. Weil es einem immer vorkommt, als gäbe es Geister. Also ich stelle jetzt mal eine Theorie auf. Weil es einem vorkommt, als gäbe es Geister. Aber man kann sie nie sehen. Sie spielen sich immer... What? Okay. Hinterm Rücken ab. Und wenn man sich dann umdreht, den Geister blicken dann... Obwohl, die machen sich gar nicht unsichtbar. Die verstecken sich nur. Das war wohl der Urgedanke damals. Der sich halt bewährt hat. Okay, gucken wir mal weiter. Der Boden, der nicht nur auf uns zusteuert und uns so das Weiterkommen erschwert, sondern auch noch aufgefressen wird von Knochentrockengeistern. Das ist schwierig zu beurteilen. Nee, hat nichts mit Knochentrocken zu tun. Soweit so gut. Da hinten dürfte schon das Ziel sein. Es sieht aus wie die aufgehende Sonne. Aber es wird nicht unbedingt einfacher. Ja. Gute Sache. Oh, da ist er wieder. Komm, wir ergreifen die Flucht. Geld. Na, was willst du denn, Digga, hä? Du mit deiner komischen Geisterarmee. Ich hol gleich den Schreck weg. Den Super Schreck weg. 0915. Oh yeah. Oh, ich hab so Rauchalunga, wisst ihr. Ja, ja. Ist schlimm sowas. So. Oh ja, ihr mit euren Kometen, ey. Oder wollen wir heute Kometen-Power machen? Komm, mal gucken, was die zu bieten haben. Oder hat der vielleicht sogar noch einen Secret Star? Es würde mich wundern, wenn ich was übersehen hätte. Ja, wir machen heute mal Kometen. Komm, wir fangen an mit Welt 1 und alles, was sich da so auf dem Weg bereitgelegt hat, dönern wir jetzt durch. Angefangen in der Hochgarten-Galaxie, ja. Das war die allererste. Ich wusste gar nicht, dass da sich irgendwas tummelt. Mal angucken. Es tauchen immer nur so viele Kometen auf, wie man Kometenmünzen gesammelt hat. Dino Piranha Junior im Schnelldurchlauf. Nur den Kampf oder die ganze Mission? Wahrscheinlich die ganze Mission. Und man muss immer wieder Uhren sammeln. Armbanduhren oder gleich eine gute Rolex, ne? Oh Mann, ja wirklich die ganze Mission. Ja, Prost Mahlzeit. Okay, es ist die allererste Mission des Spiels. Machen wir uns also nicht ins Hemd. Schließlich... Aber schon Schlimmeres zusammen durchgemacht. Okay. Guck mal, der Luma ist auch schon verwandelt.
Claro, clarissimo. Und von da können wir jetzt direkt, okay. Ist gut. Die Musik voll dramatisch. Herrlich. Dabei ist es gar nicht so schlimm. Naja. Wow, oh, ich habe mich ein bisschen verschätzt, was das Größenverhältnis angeht, ne? So die Höhe. Ew. Ach komm, geh doch da lang. Geh doch schneller, oder? Jopp. Ernsthaft? Na, tolle Wurst. Nix drauf außer Zahnbelag. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Übel, übel. Da ist er doch schon. Aber war das wirklich alles der ersten Mission? Ich hätte schwören können, da wären noch mehr gewesen. Die haben doch irgendwas übersprungen. Da haben wir auch einen Timer. Sollen wir den mitnehmen? Das wäre jetzt blöd von mir. Muss ich so die Runde drehen? Egal. Wäre ich direkt da gewesen eigentlich. Egal. Der hier ist ja wohl kein Problem. Dino Piranha Junior. Nur noch wenige Sekunden. Das ist dämlich. Naja, komm. Stecksten. Jetzt kommst du aber her. Das darf wohl machbar sein hier. Ist schon, tricky, ne? Aber die tauchen immer wieder neue Uhren auf. Scheint fast so, ne? Rast mal nicht aus hier. Kaum auf der Welt und schon so aggro, hey. Du stirbst an Herzversagen. So. So. Na? Boing. Ja, schneller als ich dir prophezeit hab, ne? Leg dich nicht mit Schnäuzern an, mit Latzhosen und mit roten Käppis mit dem M drauf, ja? Und gar nicht kurz nach deiner Geburt. Dum, da, da. Ob jetzt wieder neue Kometen auftauchen, das würde ja kein Ende nehmen. Aber es hätte was. Oh, das sind die schlimm. Oh, das ist schlimm. Das sind, wie besagt, die lila Münzen da. Auf der blöden Rutsche. Wir machen das aus der Richtung. Shuttle Club Galaxy. Die fand ich eigentlich sehr chillig. Chillig. Willig. Und, Kometenalarm. Deswegen sehen wir mal zu. Der flippige lila Münzendauerlauf, das ist doch schön. Aber die können gar nicht großartig verstreut sein. Ich finde, das wird passender. Das kriegen wir hin. Guck mal, da sind schon... Wie viel waren das? 8 auf einem Haufen versammelt. Coole Sache. 3 Minuten. Auch noch mit Zeitlimit. Sowas aber auch. Da, 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 da. Als ich es nochmal angeschaut habe, habe ich mir auch gedacht, Mann, bist du ein Skiller. Weil ich halt gar nicht jede Klappe benutzt habe, sondern halt gesprungen bin, ne? Ey, warum habe ich jetzt zweimal wechseln können? Habt ihr das gesehen? Hä? Schon mal anschauen. Warum habe ich denn jetzt zweimal gewechselt? Heidewitzka. Bumba, Bumba, du bist dumm. Ja... Jetzt bin ich mal auf den Trick reingefallen, dass du halt eine Plattform ansteuerst, die eigentlich gar nicht existiert. Oh ho ho. Mario. Tja, aufgrund des Zeitlimits sollte man hier auch nicht, Ach, warte mal, den nehmen wir mit. Ich habe wirklich, keinen Bock trotzdem. Also, allen Ernst, das... Ja. Allen Ernstes da nochmal Game Over zu gehen, wegen irgendwelchen schwierigen Missionen, wie halt der Rutsche. Aber was ist denn jetzt hier los? Es geht ja auf keine Kuhhaut. Da, 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 da.
Nee, komm, auf. So. Knapper King Z mehr, ne? Ach, so ist das. So. Kannst du auch. Ah, Mann, das ist halt so. Das ist so ein Denkfehler. Jetzt mit den lila Münzen machen die es crazy. Fuck it. Weil eigentlich ist es ja voll mein Element. Ihr werdet auch nur euch an den Kopf greifen und euch denken, was macht der denn da schon wieder? Ich denke das gerade über mich selbst. Was geht denn hier ab? Komm mal, bis dahin war's doch, oder? Jo. Die nimmst du mit und nimmst auch bitte den mit. Dann wechseln und jetzt machen wir es mal hochoffiziell. Wechseln so hin. Jetzt wart's da halt mal, Sekündchen. Man muss schon die Ballons finden. Na. Die Heißluftballons? Nee, heiße Luft gibt's genug. Ach, Mann. Und wieder. So, ach nee, da war auch noch was. Ach Mensch, ihr könnt fies sein, Nintendo. Ernsthaft. Ich sollte mich wegen dem Zeitlimit nicht verrückt machen, aber... Ich tu's. Ah, Idiot. Lass dich halt schocken, geh aufs Blaue. Nee, natürlich nicht, kein Bock. Was? Okay. Jetzt muss ich die richtigen Lehren aus meinen Fehlern ziehen, ja? Bumbat, 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 da warten wir halt mal. Geht nicht anders, beziehungsweise alles andere wäre risikoreicher. Das war ernsthaft. Blamier dich nicht! So gut, wie ich die normale Mission gemacht habe. Tja, so schlecht bin ich hier. Naja, muss halt warten. Es ist halt. Deswegen sind die Stromwände ja da. Die wurden schon mitgerechnet im Zeitlimit. Keine Angst. Noch 2 Minuten Zeit. Drittelhammer. Oh, jetzt kommen die noch. Habt ihr mal gesehen? Ah, das ist jetzt auch schon wieder so lang her, ne? Aber, was da für ein Kettenhund da kam, oder ein Jump halt. Der irgendwie schon im Abgrund war und weil ich gewechselt habe, ist der wieder auf voll auf dem Posten gewesen. Ja, das kann hier voll hektisch werden. Stehen runter, locken. Ja, viel wechseln sorgt dafür, dass die ihre Plätze verlassen, dass die runterfallen. Das ist vielleicht gar nicht so übel, aber dann schon nochmal wechseln. Und da hier auch nochmal. Und hier nochmal. Geht, bleibt nicht aus. The hell. Okay. Also, wenn es läuft, dann läuft's. Ey! Ach komm schon! Habt ihr das gesehen? Mann, der hat mich leicht verwirrt. Wir machen trotzdem noch ein paar Kometen. Wer hat gelacht? Das ist eigentlich eher zum Weinen. Das haben wir gut angestellt. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass das mit den Kettenhunden die schwierigste Stelle ist. Du 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 du. Ich. Lass den Unfug und spiel vernünftig. Yeah. Bumbatz, 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 bumbatz. Ach komm schon. Ja, ich hab's gemerkt. Ich bin blöd gesprungen. Konnte mich weder nach vorne noch nach hinten retten. Hab die Arschkarte gezogen. Das ist nämlich die rote. Wisst ihr auch, warum es so heißt? Weil Schiedsrichter.
die gelbe Karte aus der Brusttasche und die rote Karte hat er hinten. Hat er hinten drin stecken. Ja, wie es anhört, ne? Und deswegen hast du bei einer roten Karte hast du die Arschkarte gezogen. Deswegen nennt man das so. So, hey, cool, kannst du dich beeilen. Was ist jetzt los? Liegen wir besser in der Zeit? Sensationelle Szenen spielen sich ab. Uiuiui. Werd nicht übermütig. Ich doch nicht. Niemals! Ich bin auch der Beste! Nein! Okay, seht ihr? Das war der Übermut. Oh Mann. Machen wir es so. Jede Millisekunde wird hier geschindet. Komm, so schlimm ist es doch nicht. Gegenteil, wir machen jetzt. Ich wollte gar nicht schütteln, Mann! Das meine ich damit. Ich hätte so eine Drehattacke lieber auf einer Taste gehabt, als mit dem blöden Schütteln. Das hätte man ja auch mal einstellen können. Dass man das auf eine bestimmte Taste legt, zum Beispiel. Ja! Na okay, das ist Kamera. Ich meine auf Nunchuk hinten, wo man die Pikmin entlässt. Das ist aber, glaube ich, Kamera zentrieren. Ist ja wurscht. Kannst du halt wechseln, wenn du schüttelst. Tust du die Kamera zentrieren. Naja. Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm ist mal wieder. Aber wie soll ich sagen? Es sind lila Münzen, ne? Lila Münzen sind immer schlimm. Nimm doch mit, das Ding. So! Da kommt noch was hinterher, Leute. Ich mache noch mehr Aufgaben. Keine Angst! Wir machen das jetzt mal eben, weil diesmal klappt's. Das habe ich wie immer eben Urin. Da kann man so blöd an der Mauer hängen bleiben. Das ist nämlich die Sache, die mich so peripher tangiert. Ah. Ja, die Sache hier mit den Chomps. Sind keine Kettenhunde, wenn sie keine Ketten haben. Ist wirklich das Schwierigste. So, die Hälfte haben wir. Jetzt wird's interessant. Ah! Idiot. Aber du bist nicht bestraft. Nur so halb. Ja, und jedes Mal seinen Arm zu schütteln. Was war das jetzt? Ja, du bist so ein Intelligenzbolzen. Der kommt auf dich zu und du siehst ihn nicht, oder was? Kauf dir eine Brille. Oh, Breschreiz jetzt langsam. Was soll denn das? Ja, ich noch so reingegangen, so, ey, ja, voll easy. Ja, ich mag's auch eigentlich, die Dimension. Ich habe immer nur Angst, dass ihr euch sagt, du bist unwürdig. Hat zwar noch niemand irgendwie gesagt zu mir, aber bestimmt gedacht. Vor allen Dingen weiß ich doch, dass wir es jetzt hinkriegen. Bestimmt schon 20 Mal gesagt bei dieser Mission. Mindestens einmal wirklich. Und wieder drehen, und wieder drehen, und wieder drehen. Heute Abend gehe ich mit Muskelkater ins Bett. So sieht's aus. Fall rein. Voll reingefallen! Halbzeit. Ein Checkpoint wäre auch cool gewesen, aber nö. Ach komm, das ist eine Challenge. Weißt du? Zeig doch mal, dass du ein bisschen was auf dem Kasten hast. Hast du zwar nicht, aber tu mal so. So Challenges wären bei Mario 64 voll gut abgekommen. Bei mir zumindest. Hätte ich geil gefunden. Oh nein. Nee, geh lieber wieder rüber. Dass ihr da immer spawnen müsst, wie die Bekloppten. Oh, nerv doch mal nicht jetzt. Echt mal. Ah! Denkfehler und der Jump kommt. Aber nicht bestraft. Ah! Lass dich doch schocken. Ah, das hätte mich zurückgeworfen. Okay. Oh Mann, oh Mann.
Ich laufe da auch noch so seelenruhig rüber, ne? Aber da vorne haben wir es. Wir haben noch eine Minute Zeit. What the F? Hättest du ruhig eine Minute weniger machen können. Na gut, eine Minute weniger wäre ein bisschen krass. Aber, ja, 30 Sekunden weniger. Ich hetz mich da ab! Ich will 2 Sterne für meine Leistung! Okay. Kann froh sein, dass ich einen krieg. Sterne Hotton! Glaubst du mir oder was? Es tut mir leid für diese blamable Leistung, für die Lebensverluste, die ich leider in dieser Episode darbieten musste. Es nimmt kein Ende. Diese Kometen sind überall. Und sie sind unterschiedlich schwierig. Ein Augenblick? Nö. Sorry. Keine Zeit. So, das haben wir alles fertig. Da kommt vielleicht höchstens noch was. Wenn überhaupt. Riesenwasserfall und Bröselbrock. Ach, die beiden noch vielleicht? Ich meine, der Part ist schon lang, aber ich habe euch ja nichts geboten. Das ist ja der... Kometenalarm. Ist ja die Sache. Die Stamina der Kanina. Stamina der Kanina. Bitte was? Was das? Muss ich euch alle bashen? Sagt mal her. Mit dem Rollfelsen. Mach sie alle fertig in 60 Sekunden. Ob mir das gelingt. Ihr Fische seid das. Oh Mann. Also ich meine, ihr seid keine Fische, ist mir auch bewusst. Aber auf als weiter hier. Irgendjemand wirst du schon treffen. Ah, das geht. Selbst wenn es nur noch wenig sind, kann man ja immer noch anvisieren, die blöden Viecher. Heißen die Kanina oder was? Für mich sind es Krebse. Also, oder sowas. Krustentiere halt. Macht sich bestimmt gut auf irgendeinem Buffet. Okay, noch 7. Oh, der eine haut ab. Okay, warte mal. Tolle Wurst. Ah, und du? Und du? Einer noch. Der da. Lecco mio! Was ist denn mit dem Blauen da los? Den müssen wir am besten schon erwischen, wenn wir einfach mal so querfeld einmachen. Warum läuft denn da jetzt schon die Zeit? So. Und ja, quer durchs Gemüse. Ja, versuch schon Kurs zu nehmen auf den Blauen da. Es sind ja viele Blaue, verdammt. Wahrscheinlich habe ich schon eine voll gute Runde hingelegt. Ah, das war sehr gut. Ich kann mich gar nicht an die Mission erinnern. Boy, boy. Ja. Ah, fast, du Drecksau, kommst jetzt dran. Nein! Verdammt, müssen wir den... Ah, shit. Das, mindert unsere Chancen extremst. Ja. Die drei wären's noch. 2 blaue und... Na, toll. Zu die wären, würde ich hinkriegen. Ah, ich hätte gerade ausgemustert wäre gewesen. Ich hätte Blatt gewalzt. Wie kein anderer auf dieser Welt. Weil ich... Gib mir mein... Pilz, wie auch immer. Ja, ich rolle erstmal dahin, wo gar nichts ist. Hab gar keinen getroffen. Und das im ersten Durchlauf. Starke Leistung, muss man auch mal hinkriegen. Hier kommt man mit. Ins Jenseits. Aber lustige Mission, muss man auch mal sagen. Gefällt mir. Dumm nur. Schon über die Hälfte der Zeit kommen. Wir sind alle an einem Fleck. Es sieht eigentlich sehr mager aus hier. Und? Komm, lasst euch noch Blatt rollen. Wo seid ihr denn? Der da. Und wieder nur einer gefehlt.
Schade! Das ist ja noch ziemlich lieb ausgedrückt, möchte ich sagen. Schade! Oh, schade, schade, schade. Mein Gott, da kann man nichts machen, ne? Gott, haben nie so eine hohe Stimme hinbekommen. Ach ja, ja, was sonst? Na ja. Nicht zu ändern. Nee, wissen Sie, nee, nee, nee. Und das beim Krabbenbashing. Na toll. Ich werd femininer. Ich hab, krieg mehr weibliche Hormone, wie es scheint. Ja, ja. Nee, absoluter Quatsch. Ich bin so männlich. Das ist so kracht, okay. Hier. Okay, noch vier und noch viel Zeit. Die blaue. Die blaue. Komm schon. Ja, ist richtig blöd gemacht. Ja, auch das wird nichts. Weil noch zwei fehlen. Das lief zum Ende hin nicht besonders prickelnd. Was machst du hier mit? So, aufweg. Das sieht recht sonst gut aus. Erstmal alles mitnehmen, was sich mir da in den Weg stellt. Egal was es ist, da sind viele blaue. Ich versuch mal. Okay, wollte ich nicht, egal. So, immer erstmal nur die blauen. Ja, gut. Ah, blauen. Ha, sehr gut. Euch. Nein. Lässt du das mal bitte? Komm, das sind so viele. Boing, boing. Oh, sehr gut. Nur noch drei. Zwei. Du da. Und der andere ist da. Und tschüss, Mann. Diabolisch. Oh mein Gott. Ja, vielen Dank. Genug der lobenden Worte. Hört auf damit. Okay, mach weiter. Schöne, interessante Mission, die man wahrscheinlich schneller hätte hinkriegen können, wenn man nicht so ein Lappen ist wie ich, ne? Aber macht Spaß. Macht Spaß, definitiv. Und trotzdem, wenn wir so gut drauf sind und weil wir so viel gefailt haben heute, mach ich noch den anderen Kometen der Galaxie, die da unten aufkreuzt. Ja, das kommt auch irgendwann. Keine Panik. Eins noch der Mann. Was ist jetzt los? Hä? Ich habe einen Brief für den Babyluma. Oh. Mein lieber Babyluma, ich hoffe, dass sich dieser Brief wohlbehalten erreicht. Geht es dir gut? Aber etwas, das Mario... Das Mario? Wird das in dieser Situation nicht mit 2S geschrieben? Ich glaube schon, ne? Das Mario! Und die auf eurer Reise von Nutzen sein dürfte. Möge die Kraft der Sternteile mit euch sein. Rosalina. Wow, den Brief waren ganze 50 Sternteile beigelegt. Und kein Absender, sonderbar. Alter, gibt ihr mir die alten abgelaufenen... Hey, Ausrufezeichen. Die alten abgelaufenen Sternteile da, wo sie nicht mehr haben will. Und wir sollen damit was anfangen, hä? Ja? Das sind die Weiber. Das sind die Weiber. Wollen sie selbst nicht mehr, ja. Kometenalarm. Okay, pass auf. Beilung, hoch mit dir, Turbo Yoshi. Das wissen wir doch. Der hat schon einen Zahn drauf, keine Angst. Aber... Ach so, jetzt mit Kometen und Stuff. Okay, das macht die Sache interessanter. Und Zeitlimit. Natürlich, bestimmt. Alles andere wäre ja verwegen. 3 Minuten, what the F. Aber was waren die ganzen Kometen da? Na, dann wollen wir mal. Geh hoch, schnell. Und Frucht des Todes! Wow, warum ist denn da alles eingerissen? Hallo? Ich wollte, dass Schaden wird immer gemeldet bei der Hausratversicherung oder so. Das ist in dieser Situation nicht geschehen. Da muss ich wirklich, das muss mal reklamiert werden. Wie Asteroideneinschläge wurden nicht bebilligt. So, auf geht's. Boah, mach doch nicht so kreuz und quer, ey. Es ist schwieriger, weil...
War ja kaum hier. Alter. Weil alles kaputt ist. So, auf geht's. Ja. Wollte gerade sagen, das kriegen wir hin wie gewohnt. War aber eine Lüge. Vielleicht möchte... Ja. Vielleicht möchte Mario mal die Frucht essen. Ja, bestimmt ganz lustig. Und schon wieder der Paragumba. Was zur Hölle, in Gottes Namen. Ja, die Zeit läuft, ne? Warte mal, losge... Ja, wir erst in die falsche Richtung gelaufen sind. Jetzt aber auch da. Deinen grünen Hintern, der jetzt rot ist. Meine Herren. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, nicht verrückt machen wegen der Zeit. Aber hier ist alles kaputt. Alles kaputt. Da bringt doch die fröhliche Musik nichts. Oh. Alter. What the F? So, jetzt noch der Parcours. Da ging eigentlich voll gut. Aber ich habe das Gefühl, das wird richtig knapp mit uns heute. Ja, wenn uns ein so ein Ding da trifft, auf dem Weg, haben wir ein Problem. Mach doch weg da. Also ein Asteroid, wie auch immer, Meteoroid, brennende Kugel. Die Zeit rennt unerbittlich. Wie halt die Zeit so ist. Okay. Mann! Ist nicht wahr. Komm, schnell noch ein Versuch. Ach, das ist ja gerade hier. Ach so, ich hab gedacht, ich muss die ganze Runde nochmal drehen. Okay, noch ein Versuch. Noch ist nichts verloren. Aber da wird man doch nervös. Hat aber richtig gut funktioniert. Ehrlich, ach Gott, ich brech zusammen. Und das mit Erfolg. Ja. Ja, ganz genau. Mario sagt's auch. Leute, also wenn das mal nicht ein langer Part voller Action war, dann weiß ich auch nicht. Der hat sowas von einem Daumen hoch verdient. Aber ja, 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 ja. Freunde, okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.